Siege heute mit, ich muss mein Mikrofon entmuten, so mit Kunran, Sachse, Early und Alex. Hallo. Ich hab grad die Tastenkombination fürs Hat Öffnen man mich vergessen. Gehört? Ja, nee. Okay. Wir haben dich gehört, ja. Weil, also jetzt ja, aber gerade eben nicht. Ach so, gut. Das... Ja. Herzlich willkommen, hat zu sagen. Nein, das hat Early gesagt. Dann okay. Ja, okay, nee, dann haben wir alles gehört. Okay, ja, weil Push to Talk geht ja in dem Spiel immer noch nicht. Also jetzt vielleicht hättest du das auch schon gesagt, aber es klang halt wirklich so perfekt, du hättest einfach an Early angeschlossen. Nee, ich hab einfach auf Earlys Satz gewartet. So. Heute ist Doc-Tag. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich habe wieder ein bisschen an meinem Rechner rumgeschraubt. Was da los? Jetzt kacke? Wie was? Und ich bin gut wie immer. Hallo. Hallo. Ich hoffe echt, dass alles klappt. Ey, wieder, immer wenn man irgendwas am PC ändert, geht irgendwas anderes kaputt. Also streamen kann ich jetzt wenigstens, aber ich weiß nicht, ob das wirklich an meiner Internetleitung liegt oder auch wieder an Windows 10. Ich habe in manchen Spielen manchmal Disconnects. Also so wirklich, als wenn mein Internet ganz kurz weg wäre. Okay. Aber Trials Internet hat sich nichts geändert. Nee, Internet hat sich nichts geändert. Nur das Windows-Update ist neu. Und PlayerUnknown's bin ich mal rausgeflogen. Aber schön, dass Early die Festplatte von Freezy gekauft hat. Ja, aber Early wollte was sagen. Seitdem diese Scheiße mit dem CD reinpacken bei Rainbow kommt, seitdem habe ich extremst lange Ladezeiten. Das allererste Mal. Also jetzt pack nur mal die CD mal. Rein. Die zweite Runde. Funktioniert. Aber jetzt beim ersten Mal habe ich extremst lange Ladezeiten. Teilweise 3-4 Minuten am Stück. Ich weiß nicht warum. Das ist erst seitdem dieser Bug existiert. Hast du eine CD im Laufwerk? Ich habe keine CD von diesem Spiel. Nein. Nicht von Rainbow Six. Und das Laufwerk, was er haben will... Stopp, warte mal. Nimm mal die CD raus, wenn eine drin ist. Nimm mal die Steuer-CD raus. Das Laufwerk, was er haben will, ist mein SD-Kartenleser. Alles klar. Macht halt Sinn, ne? Bitte legen Sie eine CD in Laufwerk, keine Ahnung, ein und das ist halt meine SD-Kartenleser. Steck doch einfach irgendein Switch-Spiel da rein. So Zelda oder sowas. Vielleicht funktioniert das ja. So, während Early noch lädt, habe ich mal eine Frage an dich. Neu. Ja, okay, dann fragen du wir. Hast doch zwei Internetleitungen, oder? Ja. Hast du die gebündelt? Oder laufen die Ach so, also? Nein, gebündeln kannst du es auch gar nicht. Also ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Mhm. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst ihn in einen kleinen Switch laufen lassen und per Knopfdruck hin und her wechseln. Also kannst du ihn nicht bündeln über WAT, also über Watt, da über den solchen speziellen Routern? Du kannst hingehen und die in dem Sinne bündeln, dass du einzelne Programme über einzelne Internetleitungen laufen lässt. Ja, genau. Ja, aber dann wählst du ja auch gezielt eine Leitung für ein Programm aus. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass Spiel auf Leitung 1 läuft und Stream auf Leitung 2. Also, du kannst jetzt nicht sagen, was du hast einen Kabelanschluss und einen DSL-Anschluss und bündelst denn. Nein, nee, das wäre mega geil. Dann hätten das, glaube ich, mehrere Leute, zwei Leitungen. Das ist, glaube ich, ohne weiteres nicht möglich so aktuell. Nee, aber du kannst halt per Knopfdruck hin und her wechseln, was auch ziemlich praktisch wäre. Alleine nur das schon, dass du per Knopfdruck wechseln kannst. Bei uns ist halt so, die eine Leitung ist nicht zum Stream geeignet, also die ist Quatsch. Ach so. Und die ist nicht konstant stark genug im Upload und hat sowieso nicht genug Upload. Also wenn du mit der Counter-Strike streamen würdest, würdest du dich nur durch die Gegend rutschen. Okay, für was hast du denn zwei Leitungen? Wir haben jetzt zwei Leitungen, weil wir wohnen ja auch zu zweit hier. Und wenn einer streamen würde, kann der andere so gut wie nichts machen. Und deswegen nutzt jeder eine Leitung. Ja. Moment, wo sind wir denn? Das so, habe ich mich eben auch gefragt. Hannover. Hm. Ehrlich jetzt? Ja. Bei den vier Hatern. Okay. Leute, hier, ganz wichtig. Hier muss man sich. Hätten wir da auch reinkommen lassen können. Ich wollte gerade ein neues Golf-Game teasern, Kundran. Oh. Ich habe wieder ein sehr gutes Golfspiel gefunden, ja. Das will ich aber jetzt nicht verraten. Haben können, wobei ich weiß nicht. Nee, das kommt noch nicht, das müsste morgen oder übermorgen. Also für euch von der Aufnahme her, keine Ahnung. Sagst du, wenn du kurz weggehst? Oder so. Fuck, das war meine Kette. Droppe ist auf. Ein Dropper ist auf. Jupp. Über dir. Ding von oben. Welcher? Kann auch. Der über einzige. Dir. Ja, der ist dicht. Sticht runter. Hä? Bei mir ist dicht. Ja, also der Dropper ist dicht. Hier ist er auch. Gerade war ich. Nee, da oben ist offen. Ja. Ich hab die ID gespottet, die ist oben auf dem Dach. Das ist der Prank, Bro. Oh, fuck.
Da wird aufgemacht. Fuck. Schild kommt. Meine Echo-Drohne ist online. Thermalt hat nicht mehr viel. Er Schild ist eingefahren. Er muss wieder raus. Ich schicke ein bisschen Echo halt, ne? Vielleicht könnt ihr was machen. Jetzt smoken sie alles dicht. Alles reingesmoked. Ich guck mal, ob ich den Diffuser abbrechen kann. Ich hab einfach mal blind reingeschossen. Noch, aber ich treffe nichts. Ich seh ihn jetzt. Kann ich nicht. Hat Cooldown. Achtung oben. Er will jetzt planten. Alex, ganz rechts in der Ecke für dich. Hab ihn. Schieß nochmal drauf auf Schild. Wenn du kannst, hallo. Ich sag, also solange das noch Cooldown hat. Er geht auch auf. Ist gleich ready. Jetzt kann ich. Schild. Eingefahren. Jawohl. Nice. Oh, fuck, neben mir. Der Ego, ne? Ach, Dr. Dex, Operator. Ah, ich hab sie erwischt, aber sie ist nicht tot. Ivana, low. Ist meine Maus denn so low? Hab ihn. Tot. Ich hab noch auf die Leiche geschossen. Nein. Schild hat gelegt. Ein Montagne. Warte, ziel drauf. Hey, was hab ich denn eben getötet? Hilf mir. Hat keine Munition mehr. Jawohl. Nice. Wen habe ich denn eben getötet mit dem Schild? Ich dachte eigentlich auch, wir hätten das Schild getötet. Nein, das Schild wurde eingefahren und du hast wieder den getötet, der dahinter planten wollte. Zweimal haben wir den gekillt. So, das heißt, als erstes habe ich Termite getötet und beim zweiten Mal Ash, oder wie? Genau, die hatte geplantet. So. Ich dachte auch, wir hätten das Schild gemacht. Ich habe halt nur noch das Schild da stehen sehen. Ich dachte, das ist der Tod und das Schild steht jetzt aber. Richtig. Da hat die Echo-Drohne doch mal ihren Job gut erfüllt. Ja. Das war richtig gut, ne? Ja. Ja, die Echo-Drohne, ich finde die teilweise wirklich hart OP. Nein, einer von denen hätte sie auch irgendwann mal abschießen können. Richtig. Ja, aber wenn du halt einmal wirklich einen guten Treffer landest, du bist halt, das ist halt eben so 3-4 Sekunden gestunt, du bist halt wirklich für 5-6-7 Sekunden kannst du nichts machen. Na, bedenk dran, total verwirrt. Du kannst immer noch, also du siehst nur nichts, ne? Ja, aber es ist halt trotzdem mega verwirrend, weil der Bildschirm so wackelt und allen rum. Ja. In einer Low-Elo kommt man damit nicht klar. Ja, als Montage ist es mega scheiß, weil Schild wird eingefahren und wenn du mitten im Raum schießt... Das Schild wird aber komplett, kannst du ja sofort wieder ausfahren und dann passiert ja auch nichts. Nee, solange du verwirrt bist, kannst du sie wieder ausfahren. Doch, ich spiele nur Schild. So. Du kannst es relativ früh wieder öffnen, aber du hast ein paar Sekunden. Ja, also das geht runter und dann kannst du es aber wieder auslösen sofort. Nur ja. Per Absprache ist es halt interessant. Also das war jetzt gerade schon so, ich schieße jetzt drauf und du hast ja schon auf die Beine geschossen, bevor das Schild eigentlich eingefahren war. Stripped. Und da machst du natürlich den meisten Schaden. Unten. War schon geil gewesen. Das war eine Runde. Ich fühle mich doch nicht, Doc. Doc ist scheiße. Kommentar bekommen. Ich habe den leider geantwortet, damit er nur noch meine Antwort sieht, hat den gelöscht. Er hatte geschrieben. Oh Gott, aber mit einer falschen Aussprache. Du Hurensohn, mach mir Rainbow Six nicht kaputt. Ich frage aber, ich habe nicht verstanden, warum. Du also, Hurensohn? Bestimmt wegen dem Glasszeug. Ne, er hat aber von der Rechtschreibung her, und jetzt ohne halt wissen zu wollen, wenn du mal irgendwie ein englisches Wort falsch schreibst oder sonstiges, der kann nicht besonders alt gewesen sein. Also der muss ziemlich jung gewesen sein vom Alter her. Dann hab ich geantwortet, harte Worte, willst du mich jetzt mit deinen Milchzähnen bewerfen? Mach gerade auf. Ja, der hat geschrieben, ich bring dich um, mach mir Rainbow Six nicht kaputt, du Hurensohn. Das hat er geschrieben. Shit. Und alles nur, weil du Glas geflamed hast. Das, ich weiß es nicht, es gab keinen Grund, also ich habe nichts in dieser Folge gesagt. Wird jetzt aufgeschossen. Geradeaus ist auf jeden Fall was. Wollen wir kurz kratzen. So. Ja, da ist ein Loch. Ne, da ist ein ganzes Ibana-Fenster, ein Mira-Fenster und da ist der Dings und da so. Was? Ach, die Scheiße. Leicht von der Seite. Ja, da ist noch eine Frost rechts. Oh! Oh, war das nett! Vorsicht, da ist noch Frost. Komm zurück. Einfach zurückkommen. Rechts in der Ecke ist Frost. Die ist tot, die Frost. Die ist tot, ja. Achso, dann ist noch der Elektro-Typ. Gib auf. Ne, der Elektro-Typ ist auch dran. Bandy, das ist auch so. Den habe ich gerade den Headshot meines Lebens verpasst. Okay. Hast du gut gemacht. Links ist eine Wand aufgegangen. Ja. Da ist ein Ibana-Fenster. Werf eine Granate und verpiss mich von hier. Lalo, kommt mit. Ach, fuck, kommt Mattes down.
Ja. Dann kommst du mit über den Dropper? Warte, ich guck gerade hier die Sache. Im Raum hinter dem Hibana-Fenster selbst ist der Dog. Und also sie haben beide Fenster da unten im Gang. Wir werden da nicht reinkommen. Ja, wir sollten hier nicht reinkommen. Ja, also den Diffuser können wir vielleicht auch erstmal da lassen, dann töten wir die lieber. Warum ist hier offen? Hier durch das Logo. Nein, weiter. Das war zu kurz. Und das war tot. Soll ich mal hinter den Dropper auf? Da läuft einer rum. Irgendeiner muss in der Bar oder sowas sein, ich weiß selbst. Ich hab grad Bar aufgemacht. Schwer irgendwas einzusehen. Die Tür ist doch auf jeden Fall von der Barseite zu, da sehe ich das falsch. Der muss also drinnen sein. Wollen wir in die Küche? Wo ist hier die Cam in der Bar? Habe ich schon kaputt gemacht. In der Bar? Ja, in der Bar die Cam habe ich kaputt gemacht. Nee, ist von außen zu. Okay. Was dir? Ja, wir müssen weiter, 1 Minute 17. Wird ja, Küche, oder? Ja, irgendwas. Hauptsache runter. Dann gehst du Fenster oder so und ich gehe hinten. Ich gehe durch die Bar runter. Küchenfenster ist jetzt auf. Wer irgendwas zu erkennen. Kommt ihr rein? Ich bin unten. Mhm. Ich nee, mach ich. Kommt dann. Ich mach schon. Ist gut. Ja, aber so kann ich mich raufstellen. Auf den Gang, die Mira. Da ist nichts zu machen. Hier runterfallen. Wir müssen irgendwas tun, Leute. Oh, Mira ist da unten, leckt wie die Hölle. Ist fast tot. Da sind zwei Leute, wo Mira stand, Richtung Gang. Mira kann nicht mehr viel haben. Ja, ein Pixel war das noch. Wer in Falle? Kunde dran. Siehst du die? Will er mich verarschen? Der andere ist da auch irgendwo. Jetzt Mira, dann hol dir den einfach auf Gang. 3 Sekunden. Ja, die ist super low. Ich hab's... ich hätte sie sehen müssen, das Ärger. Boah, der Headshot gegen Bandit vorhin, ne? Der war richtig godlike. Ich hab einfach nur, ich glaube, No-Scope geschossen und ihn dann mal erschossen. Boah, da hat das aber alles so in den letzten Sekunden geklappt. Ich bin dann extra nochmal zurückgegangen in den Dropper, wo die Fenster waren. Und in dem Moment, in dem ich runtergesprungen ist, ist er gerade zufällig vom Fenster weggegangen. Ich war also im Raum drin, ohne dass mich wer bemerkt hatte. Und alle sind vor mir weggerannt und ich konnte auch keinen erschießen, weil niemand mehr da war. Geschafft ist geschafft. Das hat noch geklappt. Also der meisten abfuckt ist, dass ich immer noch die Mittelohrentzündung habe und auf dem linken Ohr weniger höre. Also als ich eine Mittelohrentzündung hatte, schon mehrmals, war ich halt zum HNO gegangen, bla, ganz normal, und hab da so eine Salbe bekommen, die du auf so ein zusammengerolltes Taschentuch sozusagen packen musst, und das musst du dir so ins Ohr legen. Super unangenehm, hat aber super schnell geholfen. Ich hab so Tabletten, so Antibiotika, die helfen eigentlich auch super. Das Problem ist, die Salbe, ey. Die soll ich dreimal am Tag nehmen, und das Problem ist, spätestens nach 2 Tagen krieg ich die Magenprobleme meines Lebens. Meine letzte Mittelohrentzündung hatte ich irgendwie mit 8. Ich hatte noch nie eine Mittelohrentzündung. Oh ja, ich habe halt Flüssigkeit im Ohr, das ist das Problem. Och, also das ist aber schon mal zitiert. Hinterm Trommelfell, deswegen... Warum machst du sowas? Ach, das... Ah, Flüssigkeit im Ohr, da haben wir den perfekten Ohrenarzt. Das ist auch so ein echt rabiater Typ, ne? Also immer, wenn du denkst, du musst mal zum Ohrenarzt... Da sollten wir aufmachen, sagst du, oder? Da ist die Kacke am Dampfen. Da kriegst du ja irgendwas rein, dann saugt das alles weg raus. Das hört sich übelst eklig eigentlich an. Das ist super eklig, weil du hast es halt, du hast da so ein kleines Schläuchchen oder whatever im Gehörgang und du hörst einfach alles. So als wenn du wirklich mit so einem riesen Sauger... Ja, nein, ich hab das nicht im Gehörgang, ich hab hinterm Trommelfell. Naja, wie gesagt, hab ich das gleiche. Das wurde mir irgendwann als Kind, hieß es mal so, und dann hieß es, naja, Krankenhaus operieren. Da hab ich gesagt, nein. Und seitdem ist das halt so. Hab das später mal... Das später mal Probleme macht, das ist mir jetzt relativ egal. Hab eine Kamera, könnte die gewesen sein, Ali. Bevor ich in den Krankenhaus gehe, da muss schon akut
lebensbedrohlich sein. Hier ist noch eine Cam. Infos. Hier ist noch eine Cam. Bei mir ist ein Schild. Kommt wahrscheinlich von vorne. Gib ich gerade aber auf. Hier kommt eine Cam rein. Bei mir von hier kam eine Cam. Kann natürlich sonst wo lang gelaufen sein, aber kann auch heißen, dass sie irgendwo da stand. Wo meine drei Cams sind platziert. Da geht auf. Ja. Da steht ein Schild davor. Mann, wo kriegt denn da hin, verfickte Scheiße? Sag's Billardzimmer. Vorsicht, da geht auf. So ein Zimmer für die Echo-Drohne. Schild hat 1 gefressen. Oh! Letzten AP noch. Die sind drin, ich markiere. Ist wieder rausgegangen, das Schild. Moment, Vorsicht, du sagst vor der Tür. Alter, Schild ist down, Schild haben wir. Outside ist jemand, hinter, direkt hinter dir, sagst du, steht einer. Mhm. Muss man nicht. Bei mir ist noch einer hier an der Tür. Ha! Strip! Ist drin? Nein, Strip Club und ist jetzt wahrscheinlich. Was? Die Ash hängt in der Garage. Ich hab noch einen bei mir, ist das Problem. Ach lol, da, von da schießt sie die ganze Zeit. Von der Garage? Ich kann mit der Echo-Drohne gucken, Garage, dass die Wand reinkommt. Also... Okay. Sagst du, geh da nicht weg, sonst holt die dich. Okay. Die Wand ist da nämlich offen, die ist nicht an der Tür, sondern was über mir sein. Ja, ich wollte, wer dann halt rausgerannt und durch die Garage dran. Ja, ja. Zur Tür gehst, Alex, ich würde dir sagen, wenn du ganz rechts durch die Tür schießen sollst, aber du siehst ihn dann, glaube ich, oder? Ja, versuch die Ash zu markieren. Schieße. Der wird dann nicht reingehen. Irgendwas steppt über mir. Strip Club kommt was? Alexa, stopp! Halt einmal. Fuck, Cam's down. Sehr geil. Sagt ihr Bescheid, Alex? Er kommt jetzt rein. Kondrat, Vorsicht. Links von dir auch noch die Ash. Kann sie nicht entscheiden. Links. Kondrat. Da. Die ist da im Raum. Dauert noch, Alex. Links ist die, ganz links. Nein, jetzt kam der an. Ich dachte, ich bin weit genug weg. Also zwei Leute bei mir. Ash down. Der wird hier nicht kommen, Alex. Der ist wieder raus. Shit. Okay. Da ist er. Er weiß es halt nicht. Über mir ist einer. Das wird bei mir war sein. Übrigens Blackbeard, der mich getötet hat. Also denk dran. Ja, der ist drüben, Blackbeard, bei Bombe B im Raum. Oh fuck. Ja gut, der hätte jetzt auch einen Eismann-Song spielen können, das wäre unauffälliger gewesen. Lol. Da stand er ja auch genau nicht. Ja, okay. Ja. Das war jetzt nicht ganz so. Das war effizient auf jeden Fall. Es ging auf jeden Fall schnell so jetzt das Ende. Also hab zwei geholt. Ich wollte die Tür zum Stripclub nochmal zumachen, aber dann ist das blöde Billardfenster aufgemacht worden. Das ist übrigens, die ganze Zeit rumholen, dass ich bei Blackbeard einen Schalldämpfer benutze, das hat einen Grund. Noob. Nein, dann weiß man nicht, welche Waffe ich benutze bei Blackbeard. Ist doch egal, ob die Gegner wissen, welche Waffe du benutzt. Entweder sie leben oder sind tot. Aber was Rainbow Six angeht, würde ich gar nicht mit den Leuten in den Kommentaren in der Hinsicht reden, weil da gibt's selbsternannte Profis und Co. Kannst eh nix warten. Das finde ich bei Rainbow nicht so schlimm wie bei CSGO und League of Legends. Nee. Bei Counter-Strike hast du halt den Vorteil, dass die wenigsten global sind. In Rainbow Six sind 90% der unter 14-Jährigen Diamond 20. Ja, aber bei mir tun die Leute bei Rainbow, als wären sie alle global. Jeder. Ja, bei Rainbow, ist richtig. Also, Keller sauber, Strip-Club sauber. Bar sauber. Wir müssen oben sein. Deswegen, da würde ich gar nichts sagen. Ja, oben. Sagt der Operator, ich bin schlecht, kommt wieder einer und sagt, nein, das ist aber nicht so. Das stimmt nicht. Stimmt das nicht, Dalu? Ja, das Rainbow, muss ich halt auch einfach leider sagen, ist das Spiel, wo ich die Kommentare am
wenigsten gerne lese. Also ich lese ja immer alles, aber ich habe mir schon echt überlegt, Rainbow auch mal aufzuhören zu spielen, weil ich die Scheiße nicht lesen möchte. Also das betrifft natürlich die wenigsten, ja, aber ihr habt alle die Kommentare auch schon mal gelesen. Also ich meine auch von den Zuschauern. Ist da ein Loch im Fenster? Ich lese alle meine Kommentare. Ich lese auch alle meine Kommentare, deswegen weiß ich das ja. Also was ich manchmal bei Rainbow lese, ist halt eine Sache für sich. Ich spiele das Spiel so gerne. Hallo? Okay, so, also wir könnten, wenn wir hier wieder aufmachen, kann ich von oben halt gucken. Ja, soll ich ganz links aufmachen? Oder will, ach komm, dann kann der aufmachen. Ich komm. Der ist Termito. Ein bisschen Angst hier. Ich will wenig machen, das warte noch, bevor du sprichst, warte noch, ich geh ganz kurz mit der Cam rein. Das sind noch Jägermodule drin. Wow. Jäger ist markiert. Ist keiner im Forum drin, oder sagst du? Warte, da ist ein Killhole, das sehe ich von hier. Jäger ist jetzt vor mir. Da war eine Bärenfalle vor dem Fenster. Jäger ist jetzt in einem anderen, vor mir am Fenster, okay. Ja, die habe ich aber schon weggemacht. Holy, danke ich fürs Blenden. Holy shit, ey. Wieso gehen meine Dinger nicht ich hoch? Bin down. Meine Pellets. Was ist im das anderen Raum, Raum, Mann. Im anderen Raum, hinter ja, der Wand. Ja, da ist noch ein Loch, ein bisschen weiter unten. Unter uns hier, Leute, da. Ja, da habe ich da, genau da habe ich davor hingeschossen, dann kam die Blendgranate. Leute, kriegst du keinen Damage, sagt er? Nein. Du stehst bei mir voll drin irgendwie. Ja, ja. Das. Ja, so kriegst du mich aber, ne. Liege. Die Dinge ist da drin. Ist draußen. Ich hab's meine Pelle gesehen. Der draußen war, der hat ein bisschen was gekriegt. Leider zu wenig. Ach, fuck. Kann ihn nicht weg. Jetzt bin ich down. Warum? Das ist doch alles verpackt hier gerade. Guckt euch das mal an. Fenster, das Holzfenster. So, könnt ihr jetzt mal hochgehen? Das geht vielleicht nicht, weil da irgendwas ist. Was soll denn da oben sein an der Ecke? Ich glaube, da oben kannst du es einfach nicht kaputt machen, weil das nicht als Wand sozusagen zählt, die du aufschweißen könntest. Outside. Der rechts, den siehst du ja. Den kannst du immer noch gut abaimen. Einer unter dir. Ja. Wie viel sind noch? Drei. Ja gut, aber wenn die weiter so greedy sind, besser geht's ja gar nicht erstmal. Roof Fenster, rechts Fenster, das Fenster. Du hörst ja noch einen. Ja, der ist genau unter mir, ne? Ah, das Fenster, ne? Die sind alle, die sind gerade richtig greedy, aber jetzt werden sie passiver spielen, denke ich. Ja, mit zwei. Weil jetzt wird nämlich geflankt. Schade, der muss low sein. Der ist down. Ne, unter dir ist einer immer noch. Einer ist unter dir im Raum. Ja, down geschossen. Ja. Liegt er? Ist er verletzt? Ja, das verletzt. Ja. Lass ihn, du hast noch eine Minute Zeit. Der wird auch in dem Gebäude sein, wo du jetzt hinzielst. Hast du noch eine Cam? Du hast noch nichts nicht geschickt, oder? Stimmt, ich hab noch eine Cam. Guck mal, ob der andere noch liegt. Nein. Da war ein Step, da war ein Step. Der hebt ihn, glaube ich, auch gerade. Ne, ich glaube, er in dem Raum war ein Step. Ja, der vergammelt da. Ich glaube, er da, wo du jetzt reinfährst, da ist er. Ja, der ist hier hinten drin wahrscheinlich, ne? Ja, er ist auf jeden Fall da, du hörst ihn kriechen irgendwo. Ja. Von hinten hat er dich erschossen. Wir sind ja nicht reingekommen. Kill ihn eben. Da, oh, da war er. Kill den einen eben. Ja, aber lass sein Teammate rauskommen. Der wird den nicht aufnehmen, das weiß er selbst. 25 Sekunden. Du musst, nimm wenigstens den Diffuser mit und guck mal, was passiert. Je später du reingehst, desto eher wird er auf den Eingang zielen, weil du rein musst. Da ist eine Bärenfalle. Die habe ich weggemacht. Oh, gut. Ja! Holy shit, was eine Runde. Alex. Ja, ich habe ja nichts getroffen. Der One-on-Five-Klatsch, oder? Die Runde war mega nice, aber die haben sie auch verschenkt. Ja, natürlich haben sie sie verschenkt. Dass er jetzt durch das Loch geguckt hat, war einfach nur, ja, du hast ja gar keine Zeit mehr, er muss ja reinkommen. Sonst. Vielleicht hat er gedacht, dass ich plant oder so. Ja, er musstest du ja. Hättest du genau. Theoretisch hätte ich gemusst. Genau, deswegen hat er geguckt, anstatt auf den Sound zu warten. Einfach gegambelt. Vom Diffuser. Holy also, shit, sehr geil gespielt, Leute. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schaut bei anderen vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss. Report.